ihre Kundschaft zu verstehen, müssen sie den Menschen zuhören. Ja, indem man die Bewertungen beobachtet. Richtig. Allerdings sollte jedes Unternehmen auch proaktiv nach Bewertungen fragen. Denn üblicherweise sind es die sehr zufriedenen oder unzufriedenen Kunden, die sich von sich aus online äußern. Die große Masse bloß zufriedener Kunden bleibt verborgen und das verzerrt ihr Image. Denn die negativen Bewertungen erscheinen viel wichtiger, als sie eigentlich sind. Im Folgenden verrate ich Ihnen, wie Sie möglichst viele authentische Bewertungen generieren. Nach unserer Erfahrung sind die allermeisten davon ganz natürlich positiv. Am besten sollten Sie Ihren Kunden direkt nach dem Besuch eine Umfrage schicken, solange die Erfahrung noch frisch ist. Zum Beispiel vor Ort an einem sogenannten Kiosksystem oder auch per E-Mail oder SMS. Oder noch besser, als SMS-Dialog-Umfrage, die wie eine Konversation aufgebaut ist. Auch sollten Sie längere Umfragen variieren, um zum Beispiel bei Kritik mehr zu erfahren. Kurze Umfragen oder sehr positive Antworten können Sie kurz halten. Geben Sie den Kundinnen die Möglichkeit, die Antwort direkt bei Google, Facebook und Co. mit nur einem Klick zu veröffentlichen. Bestenfalls streamen Sie diese auf Ihrer Website, um neue Interessenten zu überzeugen. Und was mache ich dann mit den Daten aus den Umfragen der vielen Kunden? Am besten auswerten, daraus lernen und das eigene Angebot verbessern. Wenn man den Kundinnen und Kunden zuhört, kann man ihnen genau das bieten, was sie wollen, anstatt zu rätseln, was das ist oder von sich selbst auszugehen. Mehr dazu im Video Berichte und Analysen.